Das ist meine Misha. Eine Misha oder auch Mesa ist das Erkennungszeichen eines Menschen, der die spirituelle Tradition der Hochanden praktiziert. Wir nennen diese Menschen Pakos. Und eine Misha ist so etwas wie ein mobiler Altar oder ein Medizinbeutel. In dieser Misha sind Gegenstände, die mich mit Menschen, mit Plätzen, mit Orten verbinden. Wenn ich so einen Gegenstand erhalte oder ihn nehme und in meine Misha tue, dann verbindet mich ein energetisches Band mit diesem Menschen oder diesem Ort. Und durch diese Verbindung fließt permanent leichte Energie. Und dadurch ist die Misha ein Spiegel meines Lebens. Sie zeigt mir, wer ich heute bin. Denn ich bin die Summe der Erlebnisse, die ich mit anderen Menschen habe, die ich an verschiedenen Orten hatte. Aber mein Leben geht weiter. Und im gleichen Maße verändert sich auch die Misha. Ich kann Gegenstände hineintun, wenn ich wichtige Begegnungen hatte, wenn ich große Geschenke von jemand anderem habe, die für mich wichtig sind. Aber gleichzeitig schlafen auch manchmal Freundschaften wieder ein. Und wenn ich spüre, dass keine Energie mehr fließt, kann ich den Gegenstand auch wieder hinaustun. Dadurch, dass diese Misha ein Objekt von Kraft, von Energie, von Lebenskraft ist, können wir sie auch nutzen, um beispielsweise zu heilen. Ich kann mit meiner Misha die schwere Energie abstreifen, die ich in der Aura oder in der Energieblase eines Menschen wahrnehme. Ich kann einen Menschen mit leichter Energie aufladen. Ich kann ihm Lebenskraft zurückgeben mit Hilfe der Misha. Ich kann beispielsweise Seelenanteile, die ein Mensch verloren hat, mit meiner Misha widerrufen und ihm zurückgeben. Die Misha ist also ein mobiler Altar. Sie ist ein Werkzeug, was wir in unserer täglichen Arbeit nutzen können. Die Misha zeigt mir die spirituelle Kraft, die in mir wohnt. Die Misha ist nicht meine spirituelle Kraft, denn das ist etwas, was in mir ist. Sie ist der Spiegel, der Abdruck meiner spirituellen Kraft. Wenn ich diese Misha verliere, dann tut mir das natürlich im ersten Moment weh. Ich nehme mir ein neues Tuch, ich suche mir neue Gegenstände, ich lade die mit der Energie auf und dann habe ich eine neue Misha, die genauso gut und kraftvoll ist wie die alte. Ich werde euch jetzt gleich zeigen, wie man eine Misha faltet und zwar so, dass sie ohne Bänder auskommt und dass ich sie nutzen kann, ohne dass sie auseinanderfällt. Diese Falttechnik wurde mir gezeigt von Juan Nunes del Prado, meinem Lehrer aus Peru, der sie wiederum von Don Benito Coribamann aus der Gegend von Huasau bei Cusco in Peru gelernt hat. Das ist eine geöffnete Misha und bei jedem einzelnen Praktizierenden der Inka-Tradition sieht sie natürlich unterschiedlich aus. Hier, das ist das Innentuch und das ist mein Außentuch. Im ersten Schritt falte ich erstmal kurz mein Innentuch. Und jetzt lege ich es diagonal zu dem großen Untertuch, zu dem hier. Und im Folgenden falten wir die vier Ecken von oben rechts beginnend im Uhrzeigersinn einmal zusammen. Wir fangen oben rechts an und jetzt achten wir beim ersten Mal darauf, dass beim Umschlagen hier eine schräge Kante entsteht, aber hier unten das Tuch parallel zu den Außenkanten verläuft. Im zweiten Schritt nehmen wir die Ecke unten rechts, legen sie auf die Schräge oben drüber, sodass auch hier wieder ein rechter Winkel entsteht und so, dass auch diese Kante parallel zum Stoff verläuft. Im dritten Schritt nehmen wir diese rechte Ecke und nun legen wir die einmal
einmal oben drüber. Und hier steht diese Ecke nun über. Und durch das Aufeinanderlegen hat sich hier unten eine Falte ergeben. Und nun falten wir dieses Tuch da unten drunter. Und im letzten Schritt nehmen wir die verbleibende Ecke. Hier ist die überhängende Ecke wieder. Hier unten hat sich die Falte aufgetan. Und nun schieben wir dieses Tuch unten. Voilà, unsere Misha ist gefaltet.